So, ahoi meine Lieben, Sitkas hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. So, wir haben letztes Mal genügend Zutaten gefunden, dass wir 3 Klone machen können. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert, wenn einer der Hermes-Typen sich jetzt eben nicht mehr in den Tod stürzen kann. So, wir haben hier die Lampen leuchten, alles da, dann los. 3-mal Hermes. So, da rennen sie wieder. Halt, halt, halt! So ein Mist! Aber, Bling, wir haben einen Haken bekommen. Weil einer wird jetzt überleben und das schauen wir uns jetzt an. Ach, schön. So, da stehen sie alle 3. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Bling! Ja! So, und jetzt herausfinden, was Hermes mit... Hermes, was hattest du mit Kohl vor? Können wir mit ihm von da oben reden oder müssen wir erst runtergehen? Hermes der Dritte, schön. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt, alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach... Du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Deponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Juhu. Juhu? Wir haben einen kompletten Scan von Goal. Wieder mal so eine scheiß Datasette. Situation neu bewerten. Goal klonen. Und wir können uns 2 Goals machen. Ja. So. Ja, aber können wir die nicht vorher einmal wegräumen? Ja, wie machen wir das jetzt? Benutzen wir jetzt hier die Goal-Scan mit der Konsole erst? Passt, wie gemalt. Goal. 2? Komm, versuch. Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Oh oh. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach egal, wird schon schief gehen. Wir können bloß eine Goal so, machen. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal! Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Oh, oh. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Nukleinsäure, ja. Genau. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Nein! Paul! Nein. Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Oh. Es tut mir leid, Rufus. Aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken
während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Ach, wir springen ja beide. Hallo? Schön. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Scheiße, wir haben uns geklont. Scheiße. Schön. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meine! Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Und? Hä? Wer hat denn jetzt die Nukleinsäure? Warum guckt ihr nicht nach? Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Ach so, nee, ich hab sie gar nicht. Hä? Poki? Das ist ja mal was. Jetzt habt ihr tatsächlich den Rufus verdreifacht und kommt jetzt auch ab diesem Punkt in den Genuss, tatsächlich 3 unterschiedliche Rufusse zu steuern. Rufi-i. Müsste es nicht Rufi sein? Rufi-i. Weil es heißt ja nicht Rufus. Ja. Rufi-i. Ne, Rufi-i. Rufi-i. Genau, man könnte halt jetzt, also Rufus, Rufi, Rufo. Also, liebe Rufo, Leute, während er hier gerade in eine andere Rufi, Ebene abhebt, Forum? Nee, Rufi. Bitte dieses Set nicht zu Hause nachbauen. Sonst kriegt ihr dann Ärger mit Mami und Papi, ne, wenn eure vielen Rufen dann durch die Wohnung laufen, die ganzen Rufusse. Wobei man ja sagen muss, dass Rufus als klassischer Trickster-Charakter, jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs hier in die Dramentheorie. So klein ist der gar nicht. Das ist durchaus in line mit Dramaturgien, die halt teilweise über tausend und tausende von Jahren alt sind, dass diese Verdoppelung halt eine lange Historie im klassischen Drama hat. Tatsächlich ist es halt, sind es immer die Trickster-Charaktere und gerade solche Charaktere wie der Harlekin zum Beispiel, der ja auch im klassischen Sinne eben nicht nur eine lustige Rolle ist, sondern halt eine sehr tragische Rolle. Eine rufuale Rolle, kann man sagen. Eine rufuale Rolle, dass der halt auch damals im Theater halt die Fähigkeit hatte, sich zu verdoppeln und zu vervielfachen. Mich erinnert das an Raumschiff Enterprise, weil Captain Kirk wird in mehreren Abenteuern ja verdoppelt. Oder vermehrfacht. Und im Kinofilm 6, das unentdeckte Land, gibt es ja, glaube ich, sogar 3. War das nicht so?
Ich habe mir in meiner Jugend immer vorgestellt, wie das wäre, wenn diese ganzen Doppelkirks, die bleiben ja am Ende übrig, ne? Wenn die alle irgendwo in einem gemeinsamen Raum gesammelt werden und was die dann erleben würden. Die sind natürlich unterschiedlich alt und unterschiedlich dick. Das wäre ganz spannend. Besonders unterschiedlich dick. Ist ja auch tatsächlich gerade irgendwie bei den Spielfilmen, die ja hinter der Serie gedreht wurden, ist ja irgendwie immer dick. Aber Kirk ist eigentlich jetzt nicht so der klassische Trickster-Charakter. Da fragt man sich. Es freut mich, dass ich dein. Kulturhistorisch zu bedeuten hat, dass gerade Kirk sich verdoppelt. Es freut mich, dass ich dein humanistisches, gebildetes Kartenhaus ein wenig erschüttern konnte. Ja, verrückt. Die Verdoppelung. So, jetzt muss ich einmal rausfinden hier, wie der Quatsch jetzt hier funktioniert. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Jetzt bin ich er hier. Nee. Er hat's. Und jetzt? Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Was ist denn jetzt hier, Mann? Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Komm, du Uno dazu. Das ist so blöd, ey. Und jetzt? Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Depon ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Goal? Bist Hussa. Du das? Gott, ist das duster hier! Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ach, jetzt musst du alle... Ach du Jemini. Habt es... Moment, kurz nochmal zurück hier. Hier unten, wir können hier noch gleich... Wir müssen alle drei jetzt gleichzeitig steuern. Poki, du bist gleich dran. Erstmal gucken wir auf den Plan. Für Licht sorgen. Die Nukleinsäure finden. Goal wieder groß werden lassen. Goal zur oberen Aufstiegsstation bringen, am Organon vorbei durch den Aufstiegszoll schleichen und mit Goal nach Elysium abhauen. Oh Gott, jetzt wird's interessant. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Wir sind im 8. Kapitel angelangt. Ich habe es, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich mag ja dunkle Räume. Und besonders mag ich dunkle Räume, in denen halt nur Augenbaren zu sehen sind und man sich halt ein bisschen rumtasten muss. Das macht das Ganze noch viel spannender. Ich empfehle einen Klick auf die Hotspot-Taste, das kann euch viel Ärger ersparen, aber rumtasten und richtig schönes Pixel-Hunting ohne Pixel, das ist ja auch eine spaßige Angelegenheit. Ja, jetzt ist euch sicherlich aufgefallen, dass das neue Interface da ist.
nach dieser lustigen Rutschpartie, eben hatten wir es ja schon oben bei der Klonmaschine. Und das heißt auch, dass ihr jetzt endlich die Gelegenheit bekommt, unser tolles neues Gameplay-Element, und zwar das Hin- und Herschalten zwischen den drei unterschiedlichen Rufi, wie ich eben gehört habe, zu benutzen. Und nach Herzenslust sich da alles anzugucken. Möglicherweise müsst ihr es auch gleich hier machen, um endlich Licht in das Dunkel zu bringen. Ja, super. Okay, mit drei Leuten rumlaufen, das kennen wir aus Maniac Mansion oder Day of Tentacle. Nur, dass es diesmal dreimal der gleiche Charakter ist. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Das ist Gohl? Was haben wir hier? Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Okay. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha. Da ist eine Spalte im Fels. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. So. Ja. Na okay, dann schalt. Wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir ihn ja, den Linken. Dann wechseln wir mal auf die Mittleren. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach... Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Juhuhuhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Okay. Okay. Ach du Scheiße, ey. Die Mox. Feuerwehranzug. Oh, wir haben hier irgendwas. Das war für Licht sorgen. Das Rebellenlager finden. Einen Ablenkungsangriff starten. Poki. Ich komme ja auch gar nicht wirklich direkt aus Hamburg, sondern aus einem Pendlerdorf in der Nähe von Hamburg, aber faktisch noch auf dem Gelände von dieser kleinen Anstalt, die da Schleswig-Holstein sich nennt. Und in so einem Vorort, da ist das dörfische Leben noch intakt und da hat man auch Nachbarn wie die Moogs. Tatsächlich hatten wir auch Nachbarn, die Moog hießen. Ich kenne die gar nicht persönlich, aber das war angeblich eine sehr neugierige, redselige ältere Nachbarin, die gerne in der Arztpraxis, in der die Mutter von meinem damals besten Freund gearbeitet hat, immer gerne Gerüchte weitererzählt hat. Und die wohnte aber bei uns in der Straße und hat dann natürlich auch gerne Gerüchte über uns weitererzählt. Und die ging dann über die Arztpraxis in die Ohren von der Mutter von meinem besten Freund und darüber dann an meinen besten Freund. Und er unterbreitete die mir dann so nach dem stillen Postprinzip, waren die auch beinahe akkurat. Denn im Dorf ist die stille Post noch die zuverlässige Post. Und weil das auch alles so Post und damit ihr nichts verpostet, machen wir auch gleich weiter mit dem Spiel. Und wisset nur, tja, der Name Moog ist tatsächlich eine Anlehnung an unsere Nachbarn. Aber ich habe sie nie kennengelernt und weiß nicht, ob hier das Verhaltensmuster, das ich bei der Nachbarschaft insgesamt angeguckt habe, so als gemittelt aufs Ganze gerechnet, ob das tatsächlich auf diese eine Nachbarin tatsächlich zutrifft. Aber das sind hier schon verarbeitete Beobachtungen direkt aus der Realität. Jetzt auf eurem Computermonitor. Viel Spaß und gut aufgepost. Naja, dann, Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen.
Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Oh, ist das mies. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Okay. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Den hier, die haben irgendwie hier bloß noch so ein bisschen, ja, Küche oder was ist das hier? Und Boso selber hat auch bloß noch ein Stückchen Dachgeschoss. Das ist schon mies hier. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach. Du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau! Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Mhm. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Danke. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Schön. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Muck. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Ja, okay. Ich sehe gerade, die Zeit ist um. Ja, nächste Folge können wir uns dann mal angucken, was der rechte Rufus noch so zu machen hat. Und ja, jetzt haben wir 3 Pläne gleichzeitig zu erfüllen. Das wird sicher ein Spaß. Aber halt erst in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.